Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Es ist wieder Star Wars Zeit, denn ich habe für euch nicht eine, nicht zwei, nein, drei wunderbare Figuren, von denen ich jetzt gerade nur zwei hochhalte. Moment. Drei wunderbare Figuren aus der Vintage Collection, ja, von Star Wars. Und zwar sind es drei Figuren aus einer Wave, wo ich euch schon vier gezeigt habe. Ne, denn den Mandalorian und Cody habe ich euch ja schon gezeigt. Und hier haben wir nochmal Luke Skywalker im Bespin-Outfit. C-3PO im C-3PO-Outfit, hier mit silbernem Fuß. Und wir haben Han Solo. Das heißt, ich glaube, es fehlt nur der Lando Calrissian. Den seht ihr hier oben. So, und dann sehen wir auch schon mal die Rückseite der Verpackung. Oh, schöne Rückseite. Hier sieht man alle Figuren. Die vier habe ich euch schon gezeigt. Infobox weiß ich gar nicht, ob ich die machen kann, weil das ist ja wieder kids-friendly. Dementsprechend geht es nicht. Aber ihr könnt ja auf dem Kanal suchen und dann findet ihr auch das Video. Vielleicht verlinke ich es auch in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten, Kanalsuche, kein Problem. Drei wunderbare Vintage-Figuren. Ja, wir gucken uns einfach mal, ja, erstmal die Packung an, ne? Schönen Dank übrigens an Hasbro fürs Bereitstellen dieser Figuren. Ich finde die sehr, sehr schön. Na, es sind halt wirklich Figuren, die so gemacht sind wie damals, nur eben mit viel besseren Figuren. Damals, also diese alten Figuren damals, die waren nicht so schön. Die haben wir zwar auch zum Spielen benutzt, aber die waren eigentlich nicht so schön. Dann guckt euch mal so einen Vader an von damals. Mit diesem Plastikumhang und diesem ausfahrbaren, obwohl das ausfahrbare Lichtschwert fand ich ziemlich geil. Na, aber auch so, die Figuren waren halt ziemlich eher so semi. Hier haben wir auf jeden Fall eine wunderschöne Karte. Wir sehen hier Luke Skywalker im Bespin-Outfit. Das heißt also, er ist gerade von Dagobah aufgebrochen, in Bespin angekommen. Dementsprechend sieht er auch noch aus. Die haben da keine Waschmaschine auf Dagobah gehabt. Nein, hatten sie nicht. Na, so sieht er dann halt aus. Na, ist die Hand eigentlich abnehmbar? Ich meine, wenn die Hand hier abnehmbar ist, natürlich cool. Geht wahrscheinlich auch. Also diese Figuren haben ja theoretisch Gelenke, wo man was rausziehen kann. Hier könnt ihr dann auch die Hand abnehmen und dann, ne, wisst ihr Bescheid. Ne? Das heißt, ziemlich cool. Machen wir aber gleich mal einen genauen Check. Jetzt geht es ja erstmal um die Karte. Ne? Hier steht dann auch groß und breit drauf, The Empire Strikes Back. Ne? Ihr seht das Artwork von Luke. Ist halt ein Foto aus dem Film. Ne? Und die wunderbare Figur, die ich euch gleich nochmal aus der Nähe zeigen werde. Genau dasselbe, denn das sind alles Empire Strikes Back Figuren. Denn wir haben ja diese Zelebration. Ne? 40 Jahre Empire Strikes Back. Ach, wie schön war damals noch die Zeit, wo wir uns nicht mit diesem merkwürdigen neuen Film rumschlagen mussten. Wir haben Han Solo, auch der in seinem Outfit mit der Jacke. Ne? Das haben sie ja extra gemacht. Ne? Im ersten hat er die Weste an, im zweiten hat er die Jacke an. Und es ist auch nicht dieselbe Jacke wie in Episode 7, denn die ist braun. Also so ganz stimmt es nicht, aber er sieht ja schon schnittig aus, ne? Unser lieber, guter, alter Han Solo. Auch hier wieder ein wunderbares Outfit. Ein wunderbares Foto, ne? Und unten drunter hier einmal Kenner, ne? Damit das auch so aussieht, als wenn das von damals ist. Ne? Kommt natürlich von Hasbro. Ja, habe ich mich schon bei Hasbro bedankt fürs Bereitstellen der Figuren. An dieser Stelle notfalls nochmal. Vielen Dank fürs Bereitstellen dieser wunderbaren Figuren. Und wir haben zum Glück noch zum Schluss den C-3PO. 3PO. Er steht auch so drauf. C-3PO. C. Mit S. Das ist ja mal ein Ding. Und auch hier haben wir wieder eine wunderbare Grafik. Aber was fällt uns an dieser Grafik auf? Moment mal, wieso sind da die Beine nicht innen, ne? Und die wisst ihr Bescheid. Bei Empire Strikes Back hätte man ihn natürlich auch in 1000 Teilen machen können. Spoiler ich jetzt den ganzen Film? Aber ich bin 40 Jahre alt, was spoiler ich? Wenn ihr euch das anguckt, dann kennt ihr Star Wars. Und wenn ihr es nicht kennt, was macht ihr hier? Warum? Na, auch hier ein wunderbares Outfit. Outfit. Wieso komme ich immer auf Outfit? Ich meine natürlich Foto. Foto. Kann ich ein bisschen. Der Schaden hat wieder zu viel Gehirn genommen. Auf jeden Fall haben wir hier ein wunderbares Bild mit C-3PO, jawohl. Eine der wenigen Konstanten in sämtlichen Trilogien irgendwie, ne? Irgendwie? Findet ihr nicht? Ich denke schon. Ja, wunderbar. Was schnack ich lang? Ich nehme sie. Ich pack sie aus. Ich zeige sie euch. Ja, schauen wir uns erstmal C-3PO an. Jawohl. 3PO. 3PO ist schön glänzend. Sieht wirklich toll aus, wirkt sehr filigran, finde ich super interessant. Na, er ist auch ein Ticken kleiner als die anderen, na, ihr könnt das hier sehen. Na, dementsprechend nicht ganz 3,75 Zoll. Na, ist eine feine Figur,
Ne? Wie gesagt, sehr filigran. Man hat an alles gedacht. Man hat hier natürlich so ein paar Sachen vereinfacht. Dann, ne? Normalerweise hat er hier so eine Stange, die haben sie hier jetzt natürlich nicht gemacht. Die wird sofort abreißen. Was ich witzig finde ist, ups, sie haben hier hinten so ein Teil, was man rausnehmen kann. Und dann kann man hier hinten an seinen Schaltkreisen rumfummeln. Fummel, fummel. Ja, wohl. Das kann man hier entweder reindrücken und dann ist das wieder drin. Oder auch nicht. Es fällt halt gerne mal runter. Ne? Das hat hier so eine kleine Klappe. Ne? Finde ich ganz witzig. So, ansonsten sehen wir hier wunderbar, ne, diese ganzen Schläuche. Das ist auch typisch für C3PO. Und ansonsten ist er wunderbar, wunderschön golden. Ne, sehr schön geworden. Also ich finde ihn wirklich schön geworden. Ja, ich finde ihn schön geworden. Klingt das, ist das richtig? Ich, keine Ahnung. Na, natürlich hat er hier sein silbernes Beinchen. Das ist schön. Keinen roten Arm. Das wollen wir nicht. Na, und ich finde ihn wirklich sehr gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für ein C3PO ist das echt eine Top-Figur. Sehr schönes Sculpting. Na, also die Mold ist toll. Ja, machen wir einfach mal die Beweglichkeit und das mache ich jetzt auch nur mal bei ihm. Bei den anderen deute ich das vielleicht nur an. Ne? Also wir können den Kopf drehen, ne? Haben da ein schönes Gelenk. Ne? Wir können ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten machen. Ne? Geht auch, nicht dolle. Ne? Wir haben hier ein Gelenk, das finde ich sehr schön gemacht, ne? Weil das halt auch ja, einfach fast versteckt wirkt, ne? Dadurch, dass er hier halt diese Schläuche hat. Wir können auch ein bisschen crunchen nach vorne, das geht. Ne? Dann seht ihr zwar hier hinten irgendwann die Lücke, aber das macht ja nichts. Ne? Kriegt ihr da überhaupt wieder drüber? Kriege ich nicht wieder drüber. Doch, jetzt habe ich ihn wieder drüber. Na, man kann ihn auch ein bisschen nach hinten machen, das geht auch. Das ist dann vielleicht eher so seine Haltung. Na, dann haben wir halt die Arme. Na, sie können, man kann sie drehen. Man hat hier ein Drehgelenk. Seht ihr? Na, hier ist ein wunderbares Drehgelenk. Na, man kann natürlich den Arm kippen. Das heißt, er hat ein Ellenbogengelenk, eindeutig. Und wir haben noch eine Drehung in der Hand. Und leider kein Kippen in der Hand, glaube ich. Ne? Haben wir nicht. Nein, wir haben kein Kippen in der Hand. Das brauchen wir hier aber auch nicht. Ne? Also dafür, dass die Figuren so klein sind, haben sie schon unheimlich viele schöne Artikulationspunkte. Beine spreizen können wir bei C3PO irgendwie nicht. Da gucke ich gleich mal bei den anderen, was da geht. Wir können nur ein ganz bisschen nach vorne. Aber es ist halt auch ein Roboter. Ne? Der hat halt nicht so diese Bewegungsfreiheit. Witzigerweise geht sein Bein sehr weit nach hinten, was eigentlich bei Hasbro-Figuren meistens nicht geht, weil der Po im Weg ist. Hier haben sie es aber ganz geschickt gelöst. Ihr seht das hier. Na, die Beine haben halt hier so einen Schnitt, dass man am Po hinten vorbei kann. Witzigerweise nach vorne irgendwie nicht. Ne? Und wie gesagt, nach außen geht auch nicht. Ne? Was haben wir hier noch? Wir haben ein Kniegelenk. Hui! Kann das Knie beugen. Und wir haben eine Drehung hier irgendwo. Hoch. Warum geht denn das kaputt? Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Da ist irgendwas drunter. Schaut mal, man kann den hier sogar zerlegen. Ne? Dann habt ihr hier sogar die Teile drunter. Das finde ich ja witzig. Hoch. Ich hoffe, ich kriege das dann nachher wieder dran. Ne? Ich weiß nicht, ob das auch noch an anderer Stelle geht. Und dann kann man auch das Bein nach vorne machen. Ha! Voll geil! Ne? Also ihr habt halt schon Möglichkeiten. Vielleicht gibt es hier sogar noch mehr. Ne? Also das müsst ihr dann selber rausfinden. Ich zeige euch jetzt nicht alles. Finde ich aber ein tolles Detail. Schaut mal. Ne? Eine super Idee. Und ihr habt natürlich noch hier im Fuß eine Drehung. Und weiß nicht, ob ihr auch einen leichten Kipp habt. Nein, habt ihr nicht. Nach vorne und nach hinten ein bisschen. Das geht ganz leicht nach vorne und nach hinten. Aber das war es dann auch schon. So, das heißt also, C3PO hat sogar mindestens zwei Zubehörteile. Vielleicht sogar noch mehr, wenn ihr sie findet. Ich habe sie jetzt nicht gefunden. Ne? Aber da seid ihr ja vielleicht schlauer als ich. Bin ich gespannt. Finde ich auf jeden Fall witzig, dass er dieses Detail hat. Man könnte ihn auch komplett zerlegen. Ne? War ja im Film auch so. Gucken wir uns als nächstes Han Solo an, im Detail. Also, für eine Figur dieser Größenordnung ist das Gesichtssculpting fantastisch. Na, wenn, guck mal, aus der Perspektive perfekt Harrison Ford. Eindeutig in jungen Jahren. Ganz, ganz eindeutig. Super. Richtig tolles Head-Sculpt. Na, Frisur sitzt. Na, auch von der Seite total cool. Hey Jabba, ich hab dir gesagt, ich besorge dir dein Gold. Also, oder Geld? Ich weiß gar nicht, um was es ging. Na, toll gemachte Figur, auch hier na, eine Kopfbewegung. Na, richtig schön. Ich brauche die Bewegung nicht wieder drauf eingehen. Na. Hier könnt ihr die Arme vielleicht ein bisschen höher machen bei ihm. Na, das geht. Hier ist halt ein besseres Gelenk drin als bei dem C3PO. Und ihr könnt direkt die Beine nach vorne machen. Na. Das ist dann auch der Unterschied. Ansonsten haben wir hier ein Drehgelenk oben drin. Na, das ist auch ganz cool. Und natürlich das Kniegelenk ganz normal. Und im Fuß einen leichten Zwivel. Ja, haben wir. Zumindest wirkt es so. Vielleicht täusche ich mich da auch. Nee, wahrscheinlich nicht. Also das wäre auch zu viel verlangt für eine Figur dieser Größenordnung. Na, auch bei ihm ist das so. Er hat dann halt eine direkte Hüftartikulation. Dafür dann eben nicht diesen Crunch, den C3PO hat. Na, aber wir schauen uns den nochmal im Detail an. Ich finde, die Jacke ist sehr, sehr schön gelungen. Na, ist genau die Jacke, die man kennt aus dem Film. Na, hier mit der Schulter. Das ist... sieht aus, ist eigentlich das Gelenk, aber sieht aus, als wenn es irgendwie zum Mold gehört. Finde ich toll. Auch der Faltenwurf erzeugt natürlich einen ganz guten Effekt. Dann hier sein Hemd, das kennen wir auch. Ne? Das hat er ja auch später an, wo er in Carbonit eingefroren wird, dieses Hemd mit diesem Überwurf oben, ne? Mit dem Kragen. Sein Gürtel ist wunderbar, ist auch aus einem weicheren Material der Gürtel, aber ist exakt seiner, man kennt ihn. Ne? Er hat als Zubehör einen Blaster dabei, natürlich seinen Blaster.
Habe ich ihn hier schon mal in die Hand gepackt. Den kann er natürlich auch in sein Holster stecken. Das geht. Das ist gar kein Problem. Haben sie extra so vorgesehen, sogar mit so einem Schlitz, damit es da vernünftig reinpasst, das Ding. Zumindest in der Theorie. Naja, in der Praxis sitzt das jetzt nicht ganz so perfekt. Aber mein Gott. Na, man kann ihn wegstecken. Das ist doch schon mal was. Na? Ja, dann haben wir natürlich diesen wunderbaren Streifen auf der Hose. Der darf nicht fehlen. Und die Reiterstiefel. Wunderbarer Han Solo. Han Solo hat noch ein bisschen was am Zubehör, denn er hat diese Goggles. Na, die braucht er zum einen, um die Mynox zu verjagen. Ich glaube, ich habe sie falsch rum aufgesetzt. Warte mal. Ach, Mike, einmal mit Profis. Die braucht er zum einen, um in der Höhle die Mynox zu verjagen, beziehungsweise am Millennium Falcon rumzuschrauben. Na, und dazu hat er dann hier noch ein weiteres Zubehörteil. Das zeige ich euch auch hier, so ein Schallschraubendreher. Na, natürlich nicht. Keine Ahnung, was das genau sein soll. Ein Bohrer, ein Dreher, irgendwas. Er hat auf jeden Fall Werkzeug mit dabei. Ne? Und diese wunderbaren Googles, die machen ihn auch extrem schön. Sieht fast aus wie aus einem anderen Film. Keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall ein schöner Han Solo. Ich finde ihn toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? Schöne Details. Kommen wir zum Schluss zu unserem Helden, zu Luke Skywalker, der uns in einigen Episoden so wunderbar gefallen hat und unser großes Vorbild war. Auch er hat ein tolles Headsculpt. Es ist Mark Hamill, ganz eindeutig, mit diesem leicht, damals ja, also diesem, ich will nicht sagen, ne, also, keine Ahnung, dümmlich vielleicht, das ist vielleicht so ein bisschen dümmlich noch, aber das ist eindeutig dieser Gesichtsausdruck, schaut mal, und aus einigen Perspektiven ist das wirklich perfekt, ne? Also, wow, richtig, richtig krass. Das ist nicht wahr, du bist nicht mein Papa. Ja, wunderbar finde ich auch, dass sie die Klamotte so richtig dreckig gemacht haben, denn ne, als er losgeflogen ist, war er ja noch richtig sauber, aber dann hat er ja nun ein bisschen auf Dagobah rumgedümpelt und da gab es halt, wie gesagt, keine Waschmaschine dementsprechend. Ne, aber dieser Anzug ist halt auch echt geil. Ich finde den richtig, richtig cool. Der Gürtel ist ein bisschen hochgerutscht, glaube ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nö, der gehört da sogar hin. Ne, er trägt über der Hüfte. Auch der hat genau dieselben Bewegungspunkte. Ich finde das auch schön, dass man hier so versucht hat, so ein bisschen die Gelenke nicht ganz so deutlich sichtbar zu machen. Auch er hat einen Blaster dabei. Ja, Luke ist einer der Jedi, der auch anfangs noch mit einem Blaster unterwegs ist. Hat ein Holster, da kann er den wegpacken. Na, dann kann er den hier so wegstecken. So, bam, und dann ist der weg. Na, das geht. Geht bei ihm sogar sehr, sehr gut. Schaut mal. Na, und er hat ein Lichtschwert dabei. Und es ist das wunderbare blaue Lichtschwert. Das wunderbare blaue Lichtschwert. Und die Lichtschwerter sind eigentlich ganz witzig gemacht inzwischen. Die haben hier noch so einen leichten Effekt. Das finde ich ganz cool. Das war früher nicht so. Da waren die relativ simpel. Müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Die gehen leicht kaputt. Also einmal zu doll dran gebogen, obwohl es ein recht weiches Material ist. Und ihr brecht das wahrscheinlich ab. Na, da müsst ihr vorsichtig sein. Man hat sich jetzt auch hier dafür entschieden, dass man dieses Lichtschwert nicht so macht, dass man vorne das Schwert im Prinzip rausnehmen kann, also die Klinge entfernen kann, sondern man hat ihm ein weiteres Lichtschwert dazugepackt und dieses Lichtschwert hat einen kleinen Nupsi. Und dieser kleine Nupsi passt hier wunderbar an den Gürtel. Zumindest in der Theorie. Mir ist das jetzt schon 500 Mal runtergefallen und ihr seht schon, ich kriege es jetzt auch wieder nicht hin. Na, Vorführeffekt vor der Kamera, denn das soll ja auch einigermaßen aussehen. Schaut mal, dann kann er nämlich sein Lichtschwert hier auch vorne ein bisschen baumeln lassen. Na, und so zeigen, hey, kann man die Hand abnehmen? Ich weiß es nicht. Kann man. Hey, haben Sie ein Lichtschwert und eine Hand gesehen? Ja, kann man also auch das, ne? Man kann also diese Szene theoretisch auch nachspielen, wenn man das möchte. Na? Das geht. Finde ich auch sehr schön gemacht. Also auch der Luke ist toll, er sieht richtig wunderbar aus. Ich finde, ich feiere den voll. Der hat beispielsweise eine ganz andere Art der Fußbewegung hier, weil der Fuß ganz anders gemacht ist als bei Han und bei C-3PO. Finde ich interessant. Auch hier sieht man, dass das Holster unten an der Hose noch befestigt ist und das ist auch aus einem sehr weichen Material. Deswegen hat das eigentlich keinen Einfluss auf die Beweglichkeit. Finde ich sehr, sehr cool. Also tatsächlich für Figuren in diesem Maßstab ist da, ja, richtig viel richtig gemacht worden. Ziemlich cool. Ja, das sind eigentlich ja Figuren, die man sich normalerweise nicht auspackt. Ja, die haben so schöne Karten und man kann sich die schön an die Wand machen. Ne? Aber auch wenn der Collector das vielleicht nicht gerne hört, es sind und bleiben in diesem Falle ja auch ein Stück weit Spielzeuge für Kids. Ne? Und dementsprechend muss man sie auch auspacken. Vor allem ich als Reviewer, ich muss sie euch ja zeigen können. Na, und deswegen habe ich sie natürlich für euch ausgepackt. Wie ihr sie sammelt, das könnt ihr ganz allein selbst entscheiden. In der Packung mit dieser wunderbaren Karte oder ausgepackt. Ob ihr damit spielt, ob ihr ein Diorama baut, es bleibt euch komplett selbst überlassen. Und das ist ja das Schöne am Sammeln. Wir können ja alle selber entscheiden, wie wir das machen. Und jede Variante ist richtig und jede Variante ist gut.
Oh, ist ein schönes Schlusswort eigentlich, ne? Deswegen bin ich an dieser Stelle auch raus. Möge die Macht mit euch sein bei 40 Jahre The Empire Strikes Back. Abo, Daumen, Benachrichtigungsglocke, Kommentare geht, glaube ich, nicht. Hi Kids, bye Kids. Tschüss, Leute.